Also ist ein Beispiel, auch wie gesagt von Laien aufgebaut, und die Besonderheit dabei ist, dass wir mit Laien komplett die ganzen Pflanzen selber großgezogen haben. Das, da waren wir eigentlich so ein bisschen, sind wir ein bisschen als Vorreiter auch dran. Wer das nicht weiß, was Samenfest ist, die meisten Pflanzen, die ihr kaufen könnt, im Baumarkt oder sonst in Gärtnereien, so, das sind alles Hybriden, die man nicht mehr weiter vermehren kann. Also Samenfeste Pflanzen kann man fast gar nicht käuflich erwerben, nur an ganz wenige Plätze. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir das weiter ausbauen und dass wir wieder die Samenfesten und die Alpensorten haben. Und wie gesagt, was wir gemacht haben mit Laien, das kann man überall machen. Und das geht eigentlich, dass man das überall macht. Das Beispiel, vor einem Jahr war das nicht, jetzt ist es da. Und also wir haben das mit ganz, ganz wenigen Kosten gemacht. Da hinten, das sind lauter Beeren, die haben wir alle geschenkt gekriegt von Gärten, wo es gewuchert hat, die wo zu viel gehabt haben. Und das Material, also den Holz in Hügelbeete ist unten Holz drin, das haben wir aus dem Wald geholt und da haben wir den Wald aufgeräumt und so weiter. Also wir nimmt ja immer mehrere, schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe und dann seht ihr ja, dass hier eine Straße ist. Und da kommen sehr, sehr viele Leute vorbei, die haben sich auch gewundert, was wir da treiben, weil am Anfang hat es recht wild ausgesehen. Und ganz viele Urlauber kommen vorbei und wir haben jetzt mit dem Feld, also für mich ist das mittlerweile so ein Impulsgarten geworden. Ihr seht, ein Impuls kommt in die Mitte und im Wasser und dann zieht es Kreise, so wäre das im Wasser und so ist es auch bei uns im Garten passiert. Ganz viele Leute haben die Idee mitgenommen, um das bei sich vor Ort auch zu machen. Da möchte ich euch dann auch ein paar Beispiele zeigen, zum Beispiel in Tüßling, die Uta Stechel, die war auch ein Jahr beim Hubert Jagd, hat auch immer Land gesucht und der Tisch, der sitzt hier, der das macht, also die Elisabeth und der Hartmut sind da dabei und da ist dann der Maximilian aus Töging, also in der Ecke, und die haben wieder bei sich inspiriert, dort sitzt wieder Kreise, da entstehen jetzt gerade mindestens 4 Projekte im gleichen Eck. Also so zieht das Ganze in seine Kreise überall. Dann ist hier ein Projekt, das ist auch in der Nähe von Chiemsee, das hat auch eine Besonderheit. Das ist, wo gebaut wurde, wo eigentlich kein Land ist, das hat der Erwin gemacht, der hier sitzt. Auch in einem Jahr, der hat dann 14 Tage später nachgezogen und parallel mit aufgebaut. Und da war ein schöner Fleck, da wollten die Menschen, da haben die Menschen gesagt, auch, das ist so ein Platz, da müsste auch ein Garten entstehen. Und da haben wir mit den Besitzern geredet und die waren auch begeistert. Und dann, ja, und wo? Und dann haben sie gesagt, ja, Land haben wir keines übrig. Die haben zwar Land gesehen, aber die brauchen das für Pferdehaltung und für Milchschafe. Und also kein Platz für einen Garten. Und dann hat der Erwin gesehen, dass der hat Hügel schon gesehen, fertige Hügel, und zwar war das der Hochwasserdamm, denn da ist also ein Bach, durch das Hochwasser haben die ganz auf die Schnelle einen Lehmhügel aufgebaut, auf dem man natürlich nichts anbauen kann. Und der ist dann jetzt wie ein normaler Hügel einfach aufgebaut worden. Und das ist auch ein riesengroßes Projekt, wo dann innerhalb von einem Jahr reiche Ernte war. Und das ist ein schönes Beispiel, also wo man denkt, da ist kein Land, da kann man auch noch was bauen. Also ich sehe mittlerweile, wo ich hingehe. Ich sehe überall Flächen, ich sehe überall die Materialien rumliegen, die man braucht. Ich habe da so einen Blick dafür gekriegt. Also jetzt nochmal gezeigt, es sind von einem Projekt, lauter Projekte, ganz viele Projekte entstanden. Und wenn die sich verdoppeln und verdoppeln und verdoppeln, könnt ihr euch vorstellen, wie das dann weitergeht. Da sind wir voll drin, also ist voll am Laufen. Kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden die Welt verändern. Und wenn du den ersten Schritt tust, kommt der Himmel dir entgegen. Und der Himmel kann zur Erde kommen, wenn wir den Garten zum Landeplatz machen. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und viele gesunde kleine Projekte überall verteilt sind wertvoller als wenige große. Und viele kleine Gartenprojekte ergeben ein großes, ganzes Paradies. Und so geht es mir wirklich, weil ich mich nur noch in diese Gärten bewege, bin ich im Paradies. Also ich
habe mit nichts anderem mehr Berührung dann. Und so können wir uns das eigentlich mit vielen gehen, weil das Ganze endet, wenn man mit den Gärten beginnt, genau das will ich noch sagen, Umbau der Welt zum Garten. Es gibt einen Professor, ich weiß nicht, irgendwo Hannover ist der, Dr. Otterpohl nennt sich der, und er hat auch die Idee, dass man um die großen Städte kleine Gartenringe aufbaut, also um die Städte lauter Gartenringe. Und es ist auch so, damit er das verbreiten kann, muss er jetzt einen Film drehen. Und da ruft er jetzt aus, er arbeitet an der Universität, aber er braucht jetzt, ehe er dieses Projekt weiterbringen kann, sucht er jetzt Unterstützung, dass Filme gedreht werden. Bis der jemand findet, der ihm die Filme dreht, um uns das weiterzubringen, haben wir längst aufgebaut. Und Gemeinschaftsgärten und Meer. Das Meer ist mir sehr wichtig, denn wenn ich Gemüse anbaue, dann werde ich es weiter verarbeiten, indem ich es koche oder lager oder haltbar mache oder sonst irgendwas. Ich brauche zum Beispiel Lagermöglichkeiten, Lagerräume oder Frühbeete oder sonst was. Und dann komme ich ganz unweigerlich zu Handwerk, zu Dienstleistung oder zu ganz neuen Existenzen. Und somit landen wir im ganzen Leben. Und zum Beispiel ein Beispiel, das ist ein Bekannter von mir, der hat eine Ölmühle und da suchen wir auch Plätze, wo man Ölfrüchte anbauen kann. Und somit können wir wieder mehr mit Bauern arbeiten, denn wir können das alles mischen. Wir machen im Idealfall die Gemüsefelder selber, aber wir können dann für Ölfrüchte oder für irgendwas, wo man größere Feldarbeiten, wo das mehr Sinn macht, das können wir alles kombinieren mit solidarer Landwirtschaft, dass wir das dann an Bauern vergeben. Aber wir machen das direkt Hand in Hand, ohne großen Zwischenhandel. Das ist das Wichtige dabei. Und da suchen wir auch ganz viel Zusammenarbeit mit den Bauern. Und das können wir mit allen möglichen Bereichen machen. Und dann gibt es was, das gibt es auch hier in Salzburg, gibt es zwei Initiativen mit Food Groups. Food Groups, das sind, die organisieren sich selber mit Lebensmittel-Großeinkauf. Also, aber da geht es jetzt auch nicht, dass man billig einkauft und so weiter, sondern dass man direkt abnimmt. Also von dem Hersteller direkt abnimmt, dass der Zwischenhandel dann, der üblicherweise das meiste frisst, dass der denen zugute kommt, die Arbeit machen. Und diese Dinge, die kann man zusammenspielen lassen. Also die Food Groups, die solidare Landwirtschaft und das Gemeinschaftsgärtner und diese Dinge, und dann, wer das nicht machen will, der macht eben Handwerk oder sonst was, was da am Rand mit dazu gebraucht wird. Und somit nehmen wir das ganze Leben in die Hand. Und dann gibt es noch die Bewegung Transition Town, da ist das schon beinhaltet, da ist einfach alles beinhaltet, auch zum Beispiel alternative Währung und so weiter. Und diese Bewegung, die rollt auch immer mehr. Da will ich dann das noch dazu: Wohlstand, neu denken, sinnvolles Wirtschaften der Zukunft. Ich selber war zum Beispiel gar nicht so ein großer Freund von Tauschkreise. Aber durch das, dass ich sehr intensiv mit diesem Gartenbau zu tun gehabt habe, habe ich gemerkt, unsere Produkte sind eigentlich unverkäuflich. Also ganz viele Leute wollten immer diese Produkte kaufen, aber das geht überhaupt gar nicht, weil wir so viele, die Stunden, die wir an dem Gemüse dran sind, und die Leute vergleichen die Preise mit dem, was sie im Laden kriegen, das passt nicht zusammen. Und eigentlich kann ich nur Gemüse oder meine selbst hergestellten Dinge per Zeit weitergeben. Und dann gilt es auch, Kompetenzteam aufzubauen. Das den ganzen Leuten, die jetzt vielleicht sich nicht trauen oder denen die Erfahrung fehlt und so weiter, dass man die an der Hand nimmt und dass das alles leichter geht. Ich habe in meinem Umfeld viele Leute, die wollen, aber sie finden den Anfang nicht. Und durch das, wir laden die immer ein, schau einfach zu und dann sehen sie das und dann fällt es ihnen leichter. Und da gibt es, also Robert Jaksch ist natürlich so ein Kompetenter und dann, der ist heute nicht da, der wollte eigentlich kommen, der Robert Peter Lechner, der ist nicht weit weg von, also in Großradigund wohnt der und mit dem mache ich ganz, ganz viel. Und dann in Tirol gibt es autark Werden, dann gibt es in Wels den Bernhard Gruber, genau, also und viele weitere. Was ich euch noch ans Herz legen will, das ist der Film, ich weiß nicht, habt ihr von dem gehört,
Der Bauer und sein Prinz läuft leider in Österreich nicht, aber ihr seid grenznah, ihr könnt euch den leicht anschauen. Der ist also ganz, ganz fantastisch. Er läuft seit Herbst in Deutschland und er läuft mittlerweile läuft bis jetzt nur in Deutschland. Und der Prinz Charles hat einen Musterhof aufgebaut, wo er ökologische Landwirtschaft experimentiert und weiter zeigt. Es darf aber in die Engländer, also in England, darf er das nicht bekannt machen, der wird auch der Film nicht gezeigt. Und ab Herbst wird er aber auch in Österreich gezeigt. Aber da, wo ihr grenznah wohnt, schau dir den lieber so schnell wie möglich an. Ist ganz, ganz toll. Ja, ein paar Impulse noch. Den Spruch kennen wir ja, aber er ist trotzdem wichtig. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Und ein Garten, in dem es nichts zu essen gibt, ist vergeudete Landschaft, sagt wer. Und dann ist es mir noch auch, was finde ich auch ganz toll, wer sagt, dass etwas nicht geht, sollte die nicht stören, die es gerade machen. Und heute beginnen müssen auch die Früchte trägt. Also es war jetzt für mich, ich wollte eigentlich euch motivieren, sowas zu machen, euch nicht zu scheuen oder euch jemanden zu suchen, der euch unterstützt. Also mir schwebt vor, dass wir ein riesiges Netzwerk aufbauen, also die Lücken schließen, wir fangen da an, wo die Leute wollen, wo die Leute können und schließen dann die Lücken nach und nach, bis wir die Welt ganz umgebaut haben. Was ich noch jetzt was vergessen hätte, hier ist noch ein Tisch, die möchten am Kapuzinerberg oder die werden am Kapuzinerberg einen Garten aufbauen. Und es gibt überhaupt in Salzburg einige Initiativen, ich wollte nicht mal mehr zu Papier bringen, wollte ich gerade sagen, mit dem Computer bringen zum Zeigen. Der Klaus macht auch wohl mit in Salzburg, gell? Du bist der Stefan, aber hinter dir ist der Klaus von Aeri. Du bist auch in einer kleinen Initiative dabei, gell? Können wir eigentlich noch was sagen, weil wir haben ja Zeit, dass man die vorstellt. Und da habe ich während dem Vortrag kam jemand zu mir, die auch gesagt hat, dass sie in Österreich ein solidarisches Projekt machen, landwirtschaftliches Projekt machen, ja genau. Ja, das wäre es gewesen und ja. Bitte? Initiative Claire Claire. Ja. Das können wir ja noch, glaube ich, nach der Pause, können wir die Sache ja alle vorstellen, die es jetzt gerade hier so in der Nähe noch gibt. Ja, und ich möchte euch einladen, werdet aktiv und lasst es uns miteinander machen, die Welt umbauen. Also ich habe hier noch eine Liste vorne und wenn ihr euch eintragen wollt, dann also von meiner Seite kriegt ihr dann alle Informationen, weil bei mir laufen ganz viele Informationen von verschiedenen Projekten zusammen. Ich sehe das alles als ein Projekt. Für mich ist der, also jetzt der Raum Salzburg, München, Salzburg und ein riesiges Umfeld drumherum ist für mich ein Projekt. Und ja, bei mir läuft sehr viel zusammen und wenn ihr euch da einträgt, ich gebe alle Informationen und alle Veranstaltungen und so dann weiter, wer das gerne möchte. Dann darf ich sagen, wir decke Pause, oder? Also es sind ja einige im Raum und wir könnten, würde ich sagen, nach der Pause die Projekte vielleicht vorstellen, oder? Oder wenn Fragen sind. Ja. Liebe Karin Frank, das haben wir dir auch Gott sei Dank. Das ist voll schön. Ich bin sehr berührt, weil wir heute leicht besorgt waren durch den Ausfall einiger Männer, dass unsere Frau ein Lord Zwing wird. Vor allem, wenn es um Bildung geht. Und man merkt eigentlich, dass Frauen in Verbindung mit Mutter Erde viel mehr zu geben haben als eine ganze Schar verkopfter Mathematiker. Und damit schicke ich euch jetzt in die Pause. Und ich wollte eigentlich nach der Pause etwas Bedenkliches zum Schulsystem singen, aber ich wäre ein Lied lieber Permakultursänger. Und dann tun wir weiter.
Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht, zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert. Weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann?